Und ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 19, Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Fraktion der Freien Demokraten. Hessen steht unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Drucksache 21-246. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Und bevor ich nun dem ersten Redner das Wort erteile, darf ich ganz herzlich den Generalkonsul der Ukraine, Herrn Vadim Kostyuk, bei uns auf der Besuchertribüne begrüßen. Herr Generalkonsul, Sie haben es eben auch am Applaus gemerkt, uns bewegt Ihr Besuch und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier sind. Am 24. Februar jährte sich der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits zum 2. Mal. Das ukrainische Volk setzt sich seit über 2 Jahren mit großem Mut und Tapferkeit dieser schrecklichen Aggression zur Wehr. Damit verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer auch unsere Freiheit und demokratischen Werte. Aus diesem Grund hat die nun folgende Debatte für den Hessischen Landtag und für die Abgeordneten dieses Hauses eine ganz besondere Bedeutung. Herr Generalkonsul, wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ich darf als ersten Redner dem Abgeordneten Tobias Utter von der CDU-Fraktion das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrter Herr Generalkonsul Kostyuk, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Besuchertribüne. Kann man sich an Verbrechen gewöhnen? Vielleicht. Wenn sich Verbrechen täglich wiederholen, stumpft man ab. Wenn die schlechten Nachrichten kein Ende nehmen, will man am liebsten nicht mehr hinhören. Doch wenn man sich an Verbrechen gewöhnt, dann wird man zum Mittäter, dann wird man Teil des Verbrechens. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass das Völkerrecht verletzt wird. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass internationale Verträge gebrochen werden. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass Krieg gegen Frauen, Kinder und Alte geführt wird. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass Kindergärten, Krankenhäuser, Theater, Museen und Kirchen bombardiert werden. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass selbst das Kriegsrecht missachtet wird und Folter und Hinrichtungen ungeahndet bleiben. Wir werden uns daran nicht gewöhnen. Über 2 Jahre dauert der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine an und markiert seitdem eine tiefe Zäsur für Europa und die gesamte globale Gemeinschaft. Der Bundeskanzler hat recht, der 24. Februar 2022 war eine Zeitenwende. Denn dieser Angriff ist nicht allein ein Akt der Aggression gegen ein freies Land und seine Bevölkerung, sondern ebenso ein Angriff auf unsere gemeinsamen europäischen Grundwerte
von Demokratie, Selbstbestimmung und Freiheit. Es ist deshalb unerlässlich, dass wir in Europa weiterhin auf allen Ebenen Barbarei und Tyrannei bekämpfen und auch hier in Hessen unsere Solidarität mit der Ukraine bekunden. Wöchentlich 22 Tonnen an Lebensmitteln, umfangreiche Hilfslieferungen sowie die Unterbringung und Betreuung von rund 80.000 geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern stehen beispielhaft für die vielfältige Unterstützung des gesamten Landes auf allen Ebenen. An dieser Stelle möchten wir unseren Kommunen und all den engagierten Menschen in Hessen herzlich für ihre großartige Hilfe danken. Ohne ihre immense Hilfsbereitschaft und ehrenamtliches Engagement wäre all das nicht möglich. Ich danke ganz besonders den Lehrerinnen und Lehrern, die sich der ukrainischen Flüchtlingskinder angenommen haben. Wir wissen, dass der Umgang mit traumatisierten Menschen eine große Herausforderung ist. Um nur ein Beispiel von so vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen zu nennen, möchte ich vielleicht durchaus auch mal jemand Prominentes erwähnen, den Radiomoderator Werner Reinke, der seit dem 24. Februar fast jeden Samstag in seiner Sendung um Spenden für die Menschen in der Ukraine aufruft und bereits 1,5 Millionen Euro Spendengelder sammeln konnte. Nach 2 Jahren Angriffskrieg darf man aber auch nicht aufhören, das Böse beim Namen zu nennen. Der russische Präsident Putin hat diesen Krieg willkürlich begonnen. Er kann ihn jederzeit beenden, indem er seine Truppen zurückzieht. Nicht die Opfer müssen sich Besatzung, Verfolgung und Mord hingeben, sondern der Aggressor muss mit seinen schändlichen Taten aufhören. Es ist wichtig, an dieser Stelle festzustellen, dass auch das russische Volk ein Opfer dieses Präsidenten ist. So viele russische Soldaten mussten für das wahnhafte Großmachtgebaren sterben. So viel Leid wurde in so viele Familien getragen. Russland wird, da bin ich mir ganz sicher, eines Tages für die Schäden, die seine Truppen angerichtet haben, aufkommen müssen. Der Preis, materiell und immateriell, den Russland für die Herrschaft Putins zahlen muss, ist hoch. Die Ukraine braucht jetzt ganz besonders auch unsere militärische Hilfe. Ich empfinde es manchmal beschämend, wenn man erfährt, wie sich kleinere Länder hier einbringen. Ich erwähne Dänemark oder ganz aktuell Tschechien. Deutschland muss alles in seiner Macht Stehende tun, damit die tapferen Soldatinnen und Soldaten der Ukraine die notwendigen Waffen und Munition erhalten, die sie für ihren Verteidigungskampf brauchen. Meine Damen und Herren, mit unserem Antrag, den wir zur Abstimmung stellen, machen wir deutlich: Wir stehen weiterhin entschlossen an der Seite der Ukraine. Die Freiheit wird siegen.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort die Abgeordnete Dorn von Bündnis 90 Die Grünen. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seit mehr als 2 Jahren verteidigen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin. Er ist grausam, er ist getrieben von imperialistischen Allmachtsfantasien. Es ist das Ziel Putins, die Ukraine von der Landkarte zu streichen. Davon zeugen die gezielten Angriffe auf das reiche kulturelle Erbe der Ukraine. Davon zeugen die schweren Menschenrechtsverletzungen, die systematischen Vergewaltigungen von Frauen, die massenhafte Verschleppung von Kindern, um sie zu einer russischen Identität umzupolen. Wenn wir von Russland hier sprechen, als Demokratinnen und Demokraten, dann sprechen wir nicht vom russischen Volk. Denn auch bei seinem Volk schreckt Putin vor nichts zurück, um es mundtot zu machen. Wir sprechen hier von Putins Russland. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat schon vor 10 Jahren begonnen. Er begann mit einem demokratischen Recht. Das ukrainische Volk kämpfte auf dem Maidanplatz um seine Unabhängigkeit von Russland, um den Weg in die EU. Und vor allem kämpfte es um seine Würde, dass die Regierung respektiert, was das Volk möchte. Dass der Preis dafür dann einmal der Krieg Russlands gegen die Ukraine werden sollte, das ahnte damals niemand, und umso wichtiger ist es, dass wir heute als Demokratinnen und Demokraten hier im Hessischen Landtag ganz klar sagen, wir stehen weiterhin an der Seite der Ukraine unverbrüchlich. Wir wollen innehalten. Wir wollen uns die täglichen Opfer vor Augen führen, gerade weil sie eben nicht mehr jeden Tag die Nachrichten bestimmen und weil in Deutschland eine gewisse Müdigkeit um sich greift, eine Müdigkeit, den Geflüchteten zu helfen, eine Müdigkeit bei der Frage der Finanzierung der Verteidigungshilfe der Ukraine. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen waren die mahnenden Worte von Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz so eindringlich, und nicht nur bei mir beben sie wahrscheinlich so nach. Fragt nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragt euch selbst, warum Putin ihn immer noch führen kann. Und genau das müssen wir uns nach 2 Jahren tatsächlich fragen. Und neben der Frage der Verteidigung geht es auch um die Unterstützung der Ukraine für Perspektiven für die Zukunft. Es braucht das Bauen dieser Zukunft, dieser Perspektiven. Die Ukraine ist ein Land, dass sich trotz brutalster Angriffe, trotz aller Grausamkeit, trotz aller Zerstörung ihre Identität erhalten hat, ihren Wunsch nach Unabhängigkeit, ihren Willen, ihren Platz in der EU zu finden. Und gerade deswegen dürfen wir sie in diesem Willen jetzt nicht alleine lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Signal aussenden, dass wir wissen, dass sie einen Platz in Europa brauchen und dass wir deswegen mit ihnen weitere kooperative Projekte brauchen. Wir unterstützen deswegen Europaminister Pentz, der angekündigt hat, dass er eine Partnerschaft Hessens mit der ukrainischen Region gründen möchte. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode mit dem Programm Hessen hilft genau das getan, sowohl ein Programm für Geflüchtete als auch für echte Partnerschaft mit der Ukraine. Deswegen ist es richtig, jetzt eine feste Region zu finden, mit der wir diese Kooperation ausdrücken können. Wir bieten gerne an, auch als Oppositionskraft, dass wir gemeinsam diese Region finden, dass wir sie gemeinsam diese Partnerschaft gründen und dass wir sie mit Leben füllen. Denn das gehört dazu, wenn wir sagen, wir verstehen, dass wir diesen Willen des ukrainischen Volkes ernst nehmen und dass wir von hier aus auch alles tun, um eine Perspektive für die Zukunft zu bauen. Wir sollten an Jahrestagen wie diesen aber auch selbstkritisch sein. Angesichts der Situation in der Ukraine müssen wir uns fragen, ob wir die Zeitenwende eigentlich genug verinnerlicht haben. Wir müssen uns fragen, ob wir sie konsequent genug angegangen sind, die Zeitenwende.
Die Sicherheit in Europa ist noch nie so herausgefordert seit Jahrzehnten wie heute. Und vor uns stehen als Demokratinnen und Demokraten zweifelsohne extrem schwierige Fragen. Reicht unsere militärische Hilfe zur Verteidigung? Was ist eine verantwortungsvolle Grenze bei Waffenlieferung? Wie viel stärker muss Europa und eben auch Deutschland in Verantwortung gehen mit Blick auf die USA? Wie setzen wir in der Zeitenwende Prioritäten und wie gehen wir mit der Schuldenbremse um? Ich finde es absolut wichtig und richtig, dass in allen Parlamenten in Deutschland weit und in der Bundesrepublik meinungsstark diskutiert wird. Aber es entgleisen uns in Deutschland Debatten. Wir haben es gemeinsam in der Hand, wie viel Kapital Putin aus der abgehörten Taurus-Enthüllung schlagen kann. Und genauso gilt, dass wir es gemeinsam in der Hand haben, ob die Menschen in Deutschland den Eindruck erweckt bekommen, dass die Hilfe zur Verteidigung der Ukraine ihnen etwas wegnehmen würde. Und deswegen empfinde ich Debatten, bei denen Investitionen in Sicherheit und Rüstung gegen Investitionen in Kitas ausgespielt werden, als grundfalsch, ja sogar gefährlich. Unser demokratischer Auftrag ist es, die Zeitenwende zu gestalten. Verantwortungsvoll und gemeinsam, das sind wir der Ukraine schuldig und das tun wir auch für unser aller Sicherheit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Herr Dr. Naas. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ukraine, sie verteidigt nicht nur ihre Freiheit und ihre Werte, sondern auch unsere Freiheit und unsere Werte. Es waren sehr, sehr bewegende Reden. Am 24. Februar, vor einigen Tagen, auf dem Römerberg in Frankfurt. Der Oberbürgermeister Mike Josef hat gesprochen, Uwe Becker hat gesprochen, Kollegin Dahlke hat gesprochen. Mich hat das persönlich sehr, sehr berührt, weil ich in viele tausend Gesichter geschaut habe, Ukrainerinnen und Ukrainer. Die hatten Transparente dabei, Fahnen dabei. Bilder, wo man die Zerstörung gesehen hat, wo man die Toten gesehen hat. Mir ist das sehr nahe gegangen. Und ich habe gespürt, wie viel für uns auf dem Spiel steht. Es geht um uns, es geht um unsere Werte und es geht um unsere Freiheit. Und deswegen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität der Ukraine und ihrer Freiheit. Meine Damen und Herren, dieser Krieg, der geht nicht seit 2 Jahren, dieser Krieg geht genau genommen seit 9 Jahren, 11 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen. Und zwar seit der Annexion der Krim. Wir haben lange geschlafen und auch weggesehen. Jetzt gibt es Zehntausende Tote, 6,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, 20.000 verschleppte Kinder und unzählige Kriegsverbrechen und Vergewaltigungen. Meine Damen und Herren, das ist die traurige, die schreckliche Bilanz. Und Kollege Utter, es war eine sehr gute Rede. Wir werden uns damit nicht abfinden, das kann man nur unterstreichen. Und für uns, wir erfahren das aus den Nachrichten, aus dem Radio, im Fernsehen, für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, auch das hat sich in Frankfurt gezeigt, ist das brutale Realität. Ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, und zwar heute und nicht morgen. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle, auch wenn es nicht in diesem gemeinsamen Antrag steht. Für mich gehören auch Tauruslieferungen dazu. Und ich will klar sagen, auch das ist auf dem Römerberg ausgesprochen worden. Wenn Russland zu kämpfen aufhört, gibt es Frieden. Wenn die Ukraine zu kämpfen aufhört, gibt es keine Ukraine mehr. Und deswegen sind Verhandlungen keine Option. Und ich will die Schuld an dieser Stelle auch klar benennen. Schuld, und auch das hat die Vorrednerin schon gesagt, Schuld hat nur einer. Schuld hat nicht Russland, Schuld hat Putin und seine kleine Clique.
die ein ganzes Volk in Geiselhaft genommen hat. Und deswegen werden wir die Schuldigen benennen, und deswegen gehört Putin auch vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das an dieser Stelle auch. Mich irritieren die Aussagen des ansonsten geschätzten Papstes Franziskus. Er hat von der weißen Fahne gesprochen. Es kann an dieser Stelle keine weiße Fahne und keine Verhandlungen geben, sondern es kann nur den Sieg der Ukraine geben, weil das Gute über das Böse gewinnen muss und weil am Ende die Gerechtigkeit siegen muss. Das ist unsere Überzeugung, und deswegen haben wir diesen Antrag mit eingebracht, und deswegen streiten wir so für die Ukraine, und deswegen unterstützen wir die Ukraine auch so. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei 80.000 Hessinnen und Hessen bedanken, und zwar bei allen, die ihren Beitrag geleistet haben in diesem Kampf. Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, es sind diejenigen, die Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen haben und die jeden Tag helfen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ukraine braucht unsere Unterstützung heute mehr denn je. Und deswegen, Freiheit wird am Ende siegen. Slava Ukraini, herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Lichert der AfD-Fraktion. Die Wortmeldung war für den nächsten Tagesordnungspunkt, falls Sie sich wundern, Herr Lichert. Also die Reihenfolge ist korrekt. Sie haben das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin, Herr Generalkonsul, werte Kollegen, meine Damen und Herren. Nie wieder ist jetzt. Hört man ja zurzeit sehr oft. Aber wenn nie wieder ist jetzt überhaupt irgendeinen Sinn haben soll, dann muss das doch gerade für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik gelten. Es soll nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen. Das war ein Grundkonsens der alten Bundesrepublik, und das aus gutem Grund. Was könnte denn sonst die Lehre aus der blutigen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sein? Und wer zu anderen Schlüssen kommt, der will ganz sicher nicht die dringend notwendigen Lehren aus der Geschichte ziehen. Vermutlich geht es ihm eher um eine bequeme und wohlklingende, aber letztlich inhaltsleere PR-Floskel. Dieser Grundkonsens führte aber nicht zu Pazifismus, aber zu einer klaren Positionierung der Bundesrepublik und insbesondere der Bundeswehr als reine Landes- und Bündnisverteidigung. Und das galt bis zum Ende des Kalten Krieges. Und auch nur so war letztlich die Wiederbewaffnung und die NATO-Mitgliedschaft Deutschland im Innen- und Ausland überhaupt anschlussfähig. Und konsequenterweise gehörte natürlich auch dazu, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Das hatte manch peinliche Posse zur Folge, selbst wenn es um NATO-Partner wie Griechenland ging, von der Türkei ganz zu schweigen. Aber auch das war über Jahrzehnte ein eiserner Grundsatz der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und wer das ändern will, der muss nachweisen und beweisen, dass das aktive Einmischung in Krieg und Krisen für die betroffenen Menschen vor Ort besser ist. Denn um die sollte es gehen und nicht um Twitter-Reichweiten, Gratismut und Sonstiges, was hier in der politisch-medialen Blase stattfindet. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik hat schon so manche Zeitenwende erlebt, auch wenn sie früher nicht so genannt wurden. Lassen Sie uns doch mal 25 Jahre zurückspulen in das Jahr 1999. Damals beteiligte sich die Bundesrepublik nämlich an dem völkerrechts- und grundgesetzwidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Hört, hört. Formal fiel das in die Regierungszeit von Rot-Grün, also unter Kanzler Schröder und Außenminister Fischer. Aber die eigentliche Entscheidung fiel in dem Interregnum zwischen der Bundestagswahl am 27. September 1998 und der Wahl der neuen Bundesregierung genau einen Monat später, am 16. Oktober 1998. Und alle Parteien waren damals daran beteiligt. Sowohl die scheidende Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP, als auch eben SPD und Grüne. Ihre Parteien haben also alle sich an diesem völkerrechts- und grundgesetzwidrigen Angriffskrieg beteiligt. Dazu ein Zitat.
Machen wir uns nichts vor. Die Argumentation, es handele sich um eine Ausnahme und nicht um einen Präzedenzfall, ist Augenwischerei. Jede beliebige Regionalmacht, die in Zukunft in ihrer Nachbarschaft Ordnung schaffen will und nur eine halbwegs zutreffende UN-Resolution anführen kann, wird auf das Beispiel verweisen. Der Selbstmandatierung von Militärbündnissen ist Tür und Tor geöffnet. Ein Sicherheitsrat, der immer dann umgangen wird, wenn ein Veto droht, ist als Garant des UN-Gewaltmonopols außer Kraft gesetzt. Von wem stammt dieses Zitat? Ludger Vollmer, damals parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Damals waren die Grünen noch nicht olivgrün. Ja, meine Damen und Herren, man kann diesen Angriffskrieg ja gut und richtig finden, aber man kann eben nicht eine regelbasierte internationale Ordnung wie eine Monstranz vor sich hertreiben und dann, wenn es ernst wird, diese Regeln brechen. Das galt damals und gilt unverändert auch heute. Denken wir an den Irakkrieg 2003. Da hat sich Deutschland nicht beteiligt. Und das war auch gut so. Und wenn man der Logik in dicken, fetten Anführungszeichen der hysterischen Debatten heutzutage folgt, dann müsste ja die SPD gewissermaßen die Saddam Hussein verstehende Partei Deutschlands sein. Meine Damen und Herren, ist das Ihr Ernst? In was für einer Zeit leben wir denn, dass diejenigen, die für den Frieden eintreten, sich rechtfertigen müssen und die Kriegstreiber die höhere Moral für sich in Anspruch nehmen? Die AfD, ich ahne schon, wie das hier wieder geframed wird, deswegen fasse ich noch einmal die wichtigsten Aussagen zusammen. Die AfD hat von Anfang an und unzweideutig den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. Wer anderes behauptet, verbreitet Fake News. Wem es wirklich um die Menschen der Ukraine geht, der muss auf schnellen Frieden hinarbeiten. Nichts anderes. Da Deutschland Waffen liefert, haben wir uns jeder konstruktiven Rolle bei Friedensverhandlungen beraubt. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Grund, warum wir Ihren Antrag nicht unterstützen werden. Weil mit keiner Silbe auf Friedensverhandlungen eingegangen wird. Und damit komme ich auch zum Schluss. Aber wenn es Ihnen wirklich um die Menschen in der Ukraine geht, dann stelle ich auch in dieser Legislatur die Frage, wer hat denn eigentlich ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen? Wer? Sehr gut. Sehr gut. Eine Hand bei anderen Parteien. Herr Generalkonsul, bitte nehmen Sie es mit. Bei uns waren es 3 Abgeordnete, die das getan haben. Eine bei der SPD. Bitte denken Sie daran, wenn das nächste Mal behauptet wird, wir stehen an der Seite Putins. Nein, wir stehen an der Seite der Menschen und des Friedens. Danke sehr. Also Abstimmungen werden immer noch von der Sitzungsleitung. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Abstimmungen werden nicht vom Rednerpult ausgemacht, sondern von der Sitzungsleitung aus. Und ich rufe nun den nächsten Redner auf, Herr Abgeordnete Krüger von der SPD-Fraktion. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalkonsul, seit 10 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Der Krieg hat nicht erst vor 2 Jahren angefangen, sondern mit der Annexion der Krim und mit dem Auftauchen der grünen Männchen in Donetsk und Luhansk. Dort wurden fürchterliche Kriegsverbrechen von diesen grünen Männchen verbrochen. Und es ist inzwischen klar, das waren von Russland ausgestattete russische Soldaten. Das ist ein langer Leidensweg, über den wir hier reden, den die Ukraine erlebt hat. Und dann kam vor 2 Jahren dann der totale Angriff auf die Ukraine und die fürchterlichen Kriegsverbrechen, die in dem Zusammenhang passiert sind. Und es kann in diesem Zusammenhang eigentlich nur eine Aufforderung geben. Herr Putin, ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine zurück. Stellen Sie die völkerrechtliche Souveränität dieses Landes wieder her. Und zwar umgehend und sofort. Russische Truppen haben nichts in der Ukraine zu suchen, auch nicht in der Krim. Russland hat selbst diese Grenzen der Ukraine anerkannt,
war selbst Schutzmacht eines Vertrages, in dem diese Grenzen anerkannt waren, und hat alle völkerrechtlichen Verträge und das Völkerrecht insgesamt gebrochen. Und deswegen ist es völlig richtig. Es ist nicht richtig, dass das Licht jetzt ausgeht irgendwie, finde ich. Ich gebe gerade mal den Hinweis an die Technik, dass bitte das Licht wieder eingeschaltet wird. Ich hätte aber den Vorschlag, dass wir in der Debatte einfach fortfahren, weil sie wichtig ist. Bitte die Technik sich um das Licht bitte kümmern. Vielen Dank. Und insofern ist es doch auch einigermaßen befremdlich, dass es hier im Parlament jemand gibt, der eine Rede hält, der zunächst einmal das nie wieder verdreht, nie wieder heißt, nie wieder Auschwitz, nie wieder Faschismus und nicht nie wieder deutsche Waffen, die an Verbündete geliefert werden, damit die sich verteidigen können, gegen den Angriff eines faschistischen Regimes. Und hier so zu tun, als würde Deutschland sich aktiv an einem Krieg beteiligen, ist ja wohl völlig absurd. Es ist völkerrechtlich legitim und nicht nur legitim, sondern geboten. Staaten, die angegriffen werden, Staaten, die völkerrechtswidrig angegriffen werden, zu unterstützen bei der Verteidigung. Und genau das macht Deutschland, genau das machen andere europäische Staaten im Augenblick. Und daher ist es absurd, das diesen Staaten vorzuwerfen. Und interessant, nebenbei, interessant finde ich, jetzt höre ich hier Zwischenrufe von der AfD. Also könnt ihr gerne machen, ja, aber dann solltet ihr euch nicht beklagen, dass es Zwischenrufe bei euren Reden gibt. Das ist Heuchelei. Hessen liefert wöchentlich 22 Tonnen Lebensmittel in die Ukraine. Wir haben 80.000 Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und kümmern uns um die. Das machen die Kommunen, das macht das Land. Das ist eine richtige Aufgabe. Das ist das, was ein teilsouveräner Staat wie Hessen es ist, leisten kann. Wir haben hier keine Waffen, die wir liefern können. Insofern ist es auch unsinnig, darüber jetzt zu diskutieren, hier an diesem Ort, in diesem Parlament. Aber was wir tun können, das tun wir, das werden wir auch weiterhin tun. Wir stehen unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Und in diesem Sinne rufe ich Ihnen zu, Herr Generalkonsul, es lebe die deutsch-ukrainische Freundschaft, es lebe die Freundschaft zwischen Hessen und der Ukraine und es lebe die Freiheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung darf ich Herrn Staatsminister Pentz aufrufen. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Papst Wasser auf die Mühlen der Putin-Versteher schüttet, wenn einzelne Politiker Kriegsangst verbreiten, wenn wir in Deutschland monatelang über Waffensysteme debattieren und am Ende doch zu wenig in der Ukraine ankommt, dann, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen eines versichern, von diesem unklaren Kurs, von dieser deutschen Vielstimmigkeit profitiert nur eine Seite, und das ist Diktator Putin und seine kriegslüsternen Schergen. Meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wer sich die Rede des Abgeordneten der AfD eben angehört hat, den muss es schon schütteln. Und man sieht daran, wes Geisteskind Sie sind. Es ist zutiefst beschämend, dass Sie es nicht hinbekommen, bei den Vorrednern wenigstens mal zu nicken, wenigstens mal bei dem einen oder anderen Punkt zuzustimmen und sich dann hier hinzustellen und solche Behauptungen von sich zu geben. Herr Kollege Lichert, die Partei, die allen voran in den sozialen Medien und darüber hinaus Hass und Hetze schürt,
diese Partei soll der Friedensstifter für die Ukraine sein. Das ist doch hanebüchen, das ist doch geradezu beschämend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn der Kollege von den Sozialdemokraten hier vorne spricht und dann aus technischen Gründen oder warum auch immer das Licht hier im Plenarsaal ausgeht und Sie sich zurücklehnen und dabei lachen und lächeln und mit dem Finger auf den Redner zeigen, dann zeigt das auch, wes Geistes Kind Sie sind. Sie haben es einfach nicht verstanden. Und wenn Sie dann noch, meine sehr geehrten Damen und Herren und werter Kollege Lichert, den Jugoslawienkrieg, und ich habe diesen Krieg als Kind hautnah miterlebt über meine Mutter, hineinrühren in einen ekelhaften Brei, dann muss ich Ihnen sagen, Sie haben gar nichts verstanden. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen da draußen öfter die Reden dieser Männer, denn alle anderen Frauen haben Sie in der letzten Legislaturdebatte, in der letzten Legislatur ja schon rausgemobbt. Sie werden sie auch in dieser Legislatur rausmobben. Ich wünsche mir, dass die Menschen da draußen die Reden der AfD-Politiker anhören und sie zur Kenntnis nehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber zurück zum Thema. Meine Damen und Herren, 2 Jahre nach dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine muss ich Ihnen die Position der hessischen Landesregierung zu diesem furchtbaren Angriffskrieg nicht mehr verdeutlichen. Hessen steht fest an der Seite der Ukraine. Wir haben in der ersten Bundesratssitzung gemeinsam der Ministerpräsident, der Vizeministerpräsident und meine Wenigkeit sehr klar gemacht, auch im Beisein des Botschafters Makeyev. Und ich bin sehr dankbar, lieber Herr Generalkonsul, dass Sie heute wieder hier sind. Wir haben sehr klar gemacht, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Und dabei wird es auch in aller Klarheit bleiben. Das will ich Ihnen hiermit für die Landesregierung versichern. Doch ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, auf einen anderen Umstand hinzuweisen, den ich für sehr bedenklich halte. Die russische Propaganda verfängt leider immer mehr auch in Teilen unserer Bevölkerung. Die Angstmache mit Atombomben, die Legenden über die angebliche Kriegsschuld der NATO, der historische oder das historische Narrativ, was gerne von rechten Seiten bedient wird, das Existenzrecht der Ukraine in Frage zu stellen, meine Damen und Herren, diese Propaganda sickert zunehmend durch unser schützendes Dach ein. Und wir haben alle Hände damit voll zu tun, diese Lügen und diese Fake News zu entlarven. Und dabei geht es mir natürlich um die Europawahl. Und es geht auch um die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Putin hat mit seiner Propaganda dem Westen den Krieg erklärt. Und er greift uns dort an, wo wir am empfindlichsten sind. Bei unserer Offenheit, bei unserem Respekt und auch gerade unserem Respekt gegenüber Andersdenkenden. Wir Demokraten müssen diesen Kampf aufnehmen. Wir können nicht hoffen, dass dies alles an uns vorbeizieht. Wir dürfen den russischen Trollen, Putin-Verehrern und politischen Parteien, die sich in einem starken Anführer sehnen, nicht das Feld überlassen. Und das Erste, was wir deshalb machen müssen, ist, dass wir zusammenstehen. Wir dürfen in unserer Geschlossenheit und Entschlossenheit keine Zweifel aufkommen lassen. Ich bin deshalb den Fraktionen sehr dankbar, dass sie den Weg eines gemeinsamen fraktionsübergreifenden Antrags gegangen sind. Das zeigt, dass wir in Hessen in dieser Frage sehr klar aufgestellt sind und dass wir hier im hessischen Parlament, im höchsten Haus, sehr, sehr geschlossen auftreten. Und es ist ein wichtiges Signal auch an den Generalkonsul und an die gesamte Ukraine. Doch es müssen auch Taten folgen. Und wir Hessen liefern. Seit Beginn des Krieges unterstützt Hessen die Ukraine mit Hilfslieferungen. Jede Woche
gehen 22 Tonnen Lebensmittel und andere Güter in die Ukraine. Ganz Hessen engagiert sich, das Land, die Kommunen und natürlich die vielen Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt. Und alleine als Staat könnten wir das auch gar nicht. Deshalb gilt mein Dank den unzähligen Ehrenamtlichen in unserem Land für ihr Engagement, unser Dank, unser Respekt und unsere Anerkennung. Und meine Damen und Herren, Deutschland, Europa, die westliche Welt führt keinen Krieg mit Russland, schon gar nicht mit den Menschen in Russland. Im Gegenteil, ich bin zutiefst beeindruckt, wenn ich an die mutigen Menschen denke, die trotz Drohung, trotz hoher Risiken für sich und ihre Familien, für ihre Freunde Blumen am Grab von Alexei Nawalny niedergelegt haben. Tausende. Tausende in einer extrem schwierigen Situation für diese Menschen. Diese und viele Menschen in Russland hat das System Putin in Geiselhaft genommen. Und ich möchte, dass von dieser Debatte aus, aus diesem Haus, ein Signal an die mutigen Russinnen und Russen ausgeht, die sich mit dem kriegerischen Regime nicht einverstanden stellen, die sich entgegenstellen. Wir sehen das, wir nehmen das zur Kenntnis, meine Damen und Herren. Und darum danke ich den Fraktionen für diesen wichtigen Tagesordnungspunkt. Zeigen wir Geschlossenheit in der Sache, Entschlossenheit bei unseren Taten und zeigen wir den Menschen in der Ukraine und den Oppositionellen in Russland, dass wir ihren Mut sehen und sie unterstützen, wo wir können. Und meine Damen und Herren, ich bin Ihnen sehr dankbar, auch Ihnen, Frau Vizepräsidentin, dass Sie erwähnt haben, wir hatten es im Europaausschuss, hatten wir darüber gesprochen. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie, Entschuldigung. Ich dachte eben noch, wir hatten darüber gesprochen, dass ich anstrebe, mit Ihnen gemeinsam und mit unserer Region Wielkopolsk, die wir seit über 20 Jahren als Partnerschaftsregion pflegen, gemeinsam eine Partnerschaft mit der Region Kharkiv in Angriff zu nehmen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie diesen gemeinsamen Weg mit mir unterstützen. Herzlichen Dank und Slava Ukraini! Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des Entschließungsantrags Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Freien Demokraten. Hessen steht unverbrüchlich an der Seite der Ukraine, Drucksache 21-246. Wer für diesen Antrag ist, der hebt bitte die Hand. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, der Grünen, der FDP und des Freien Abgeordneten Gas. Und wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD. Damit ist der Antrag angenommen. Oh, Entschuldigung, der Abgeordnete Herr hat auch dagegen gestimmt.